Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind hier in einer weiteren Aufnahmesession. Oh, wer ist da? Hi there, good morning. Guten Morgen dir auch. I noticed that you have been breaking some rocks open and finding ore. Also er hat bemerkt, dass wir ein paar Steine geöffnet haben und ein bisschen Erze gefunden haben und er findet das richtig toll. Ja, das finden wir auch toll. If you want to get the most out of the ores you find, you will need a furnace. Also wir brauchen einen Ofen, wenn wir das meiste aus diesen Erzen, die wir finden, rauskriegen wollen. Just so happens, I had an extra set of blueprints lying around. Here, what I want you to have them. Also er hatte einen Blueprint, das ist quasi so ein Muster, ne, wo man halt danach was craftet. Ein extra, ein Zusatz, zusätzliches rumliegen und er möchte, dass wir das haben. Möchte, dass wir es haben. Ja, er möchte, dass wir es haben. Das ist grammatikalisch korrekt. Learned how to craft a furnace. Also wir können jetzt einen Ofen bauen. The furnace allows you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and tool upgrades. Also haben wir jetzt einen Ofen, der uns erlaubt, Metallbarren, also halt Erze zu quasi zu schmelzen und die zu Barren zu verarbeiten. Und diese Barren können wir benutzen, um Sachen herzustellen, um Sachen zu bauen. Ja, also Gebäude oder so und um unsere Werkzeuge abzugraden. When you have smelted a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. It can make your work a lot easier. Also wenn wir ein paar Erze, oder nicht Erze, sondern ein paar Kupferbarren zerschmelzen, nee, warte mal. Wenn wir ein paar Kupferbarren haben, sollen wir doch bitte zu ihm gehen und damit er uns ein paar seiner unserer Werkzeuge upgraden kann. Das macht es ein bisschen einfacher. Well, okay, I'm heading home, take it easy. Also gehst nach Hause und wir sollen es easy nehmen. So, das ist jetzt ein bisschen schlagartig passiert. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes sagen, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier direkt wir vor der Türe begrüßt werden. Und zwar habe ich, und das wollte ich eigentlich vorher sagen, jetzt beschlossen, dass ich doch die Texte einfach mal auf Englisch vorher sage, damit ich die selber mal komplett durchgegangen bin und dann halt die wichtigen Kerninformationen auf Deutsch übersetze. Das macht es einfacher für mich, weil ich dann nicht so, weil ich nicht stottel, wie ich jetzt gerade tue oder halt wie ich es vorher gemacht habe, sondern halt dann versuchen kann, das ein bisschen flüssiger rüberzubringen. Auch wenn ich natürlich nicht jedes Wort, manchmal nicht jedes Wort weiß, was es im Deutschen übersetzt heißt, aber man. Denke mal, ich sollte es schaffen, jedes Mal den Sinn dieser Nachricht zu entziffern. So, und zwar, jetzt muss ich erstmal gucken, wie man wieder das Menü kommt. E. Haben wir jetzt ein neues Crafting-Rezept, und zwar Furnace. Dafür brauchen wir 20 Kupfererze und 25 Steine. 25 Steine haben wir sogar. Aber die. Nee, stopp, da will ich nicht reinmachen. Escape. Die. Also bringen uns ja nächstes, weil wir haben noch 25. Oh, wir haben ja schon 10. Das heißt, wir müssten eigentlich das nächste Mal, wenn wir in die Mine gehen, und ich glaube, das können wir direkt heute machen, können wir die restlichen Erze holen. Erstmal gieße ich natürlich wie jeden Morgen unsere schönen Blumen. Ich glaube, wir kriegen bald so ein. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Halt so ein Sprinkler. Also halt, wie man es halt so kennt, ne? Wenn es halt automatisch gemacht wird, damit man die nicht jeden Morgen selber gießen muss oder jeden Abend, je nachdem. Fahrzeuge wären auch geil. Ich hatte mal eine Zeit lang auf dem Nintendo DS gab es dieses, wie hieß denn das? Farm Life, glaube ich, oder so. Ich kann mich jetzt nicht genau auf einen Namen festsetzen. Aber das war halt quasi so ähnlich. Das fand ich auch ziemlich geil. Und da hatte man den Vorteil, dass man, wenn man genug Geld hatte, quasi einen Schuppen bauen konnte. Und huch, wir sind out of water. Und quasi Fahrzeuge hatte. Und dann konnte man halt mit so einem Mähdrescher entweder, je nachdem, was man natürlich gepflanzt hat, hatte man entweder einen Mähdrescheraufsatz oder halt Kartoffelerntmaschine drauf oder sowas. Und hatte auch sozusagen düngern, also man kann hier, glaube ich, auch düngen mit Düngemittel. Und die muss man wahrscheinlich auch einzeln auftragen. Und mit den Fahrzeugen konnte man es quasi alles schneller machen, weil man halt auch riesig große Farm hatte. So. Genug geschnackt. Mach mal die Water Cannon hier rein. Die Geode nehme ich mal mit. Da gehen wir nämlich vielleicht auf dem Rückweg zum Schmied vorbei. Da kann ich die öffnen. Und ja. Können wir vielleicht sogar, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, können wir diese hier, Wild Seeds, die haben wir ja gelernt. Wild Horse würde ich dafür die League und Dandelion. Haben wir davon alles? Wir haben League,
Oh, wir haben sogar von alles. Ich glaube, davon stellen wir mal eins her. So. Pflanzen wir aber nicht jetzt an, weil das ist mir zu, dauert mir zu lange. Und kann ich das irgendwie sortieren? Nee, kann ich nicht. Das fehlt so ein bisschen noch, dass man irgendwie die gezielt irgendwo hinpacken kann. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann packe ich erstmal hier unser Schwert rein. Das kann eigentlich da bleiben. Desto mehr Platz haben wir. Die O kann auch da bleiben. Und dann haben wir nur 4 Plätze, die wir belegen mit Werkzeuge. Und wir haben eine neue Mission. Wir müssen einen Ofen bauen. Ach nee, stopp. Geh mal hinten rum. Ich quatsch schon wieder so viel, habe ich das Gefühl. Wenn ich so weitermache, dann bin ich nach 10 Minuten direkt wieder heiser. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich ein bisschen mehr rede. Normalerweise rede ich allgemein ziemlich viel. Auch so im normalen Leben. Also ich bin schon vor allem ziemlich schnell, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Oh, das ist ein Hase. Und ich muss, keine Ahnung, wenn ich das so gezielt mache für eine Aufnahme oder so, dann werde ich doch relativ schnell heiser, muss immer relativ viel trinken. Das merke ich jetzt schon. Mein Hals ist jetzt schon rau. Vielleicht rede ich auch einfach nur falsch, weil ich aufgeregt bin. Das kann natürlich auch sein. Aber genug davon. Weiß gar nicht, hatten wir schon die ersten 5 Etagen geschafft? Nee, wa? Nee, haben wir nicht geschafft. Dann gehen wir mal hier runter. Und dann. Jetzt müssen wir hier Steine kaputt machen, solange bis wir die richtige Leiter finden. Da haben wir sie schon. Perfektamento. Oh. Weg damit. Weg. Wollen wir nicht blocken? Ja, genau. Mit rechter Maustaste können wir blocken. Da wollte ich gerade blocken, aber das brauchte ich gar nicht, weil er gar nicht angegriffen hat. So. Ich töte erstmal hier alle Viecher. Ey. Durch. Da haben wir nämlich auch ein bisschen. Bisschen, Opfer. Weg mit dir. So. Immerhin eins. Und da haben wir auch noch eins. Mal gucken, wie viel wir daraus bekommen. 4 haben wir insgesamt jetzt. Nice. Jetzt müssen wir wieder unten Stein zerschlagen, weil unter irgendeinem der Weg ist. Ich gehe mal davon aus, dass das eher so eine Prozentchance ist. Also, das wird ziemlich gemein, wenn wir das genau auf einen festlegen. Was haben wir hier? Ach, Stein. Das heißt, ich denke mal, mit jedem Stein, den man zerschlägt, ist die Chance, hoffe ich zumindest, da, dass das kaputt geht. Das ist echt gemein. Oh. Wie viel Energie wir schon verbrauchen, alleine für die erste. Hallo? Bitte? Oh, das ist doch gemein. Geh mal zurück zum Anfang und mach jetzt mal die kaputt. Vielleicht der hier? Nein, der. Ja. Super, wir sind Etage 3. Oh, aber hier gibt es schon richtig viel Kupfer. Das ist richtig gut. Die holen wir natürlich uns alle. Den haben wir aber schon, glaube ich, genug, um den Ofen zu machen. Oh, was ist das? Kann man aufnehmen? Quarz. Hallo, na? Geblockt habe ich dich. Was willst du tun? Nix kannst du mir. Müssen wir wieder Steine zerstören. Oh, wir müssen wenigstens nur auf die 5. Etage kommen. Weil in der 5. Etage gibt es einen Fahrstuhl. Ja, ich weiß. Da habe ich mich schon ein bisschen vorinformiert. Ich habe ich das in einem anderen Let's Play geguckt. Ich gucke ja auch andere. Oh, wir haben eine Giole bekommen. Und da habe ich das gesehen. Dafür müssen wir aber erstmal genug Energie dafür haben. Och, Mano. Wenn wir überlegen, dass wir danach noch eine. Ah, perfekt. Okay, jetzt muss das ein bisschen schnell gehen. Jetzt. Oh, hier sind schon Fackeln. Nehmen wir erstmal den hier wieder mit. Ganz klar. Jetzt gehen wir erstmal hier direkt hier runter. Oh, hier ist ein bisschen dunkel. Hi. Oh, jetzt habe ich ein bisschen blöd abgeblockt. Nicht anspringen. So. Ich gucke erstmal alles an, bevor ich jetzt hier rumbaue, weil wir haben nicht mehr viel Energie. Ich glaube, hier ist noch nicht mehr wirklich viel. Okay. Wir müssen jetzt gezielt Steine kaputt machen, wo wir denken, da ist der Weg. Und ich glaube, machen wir erstmal den hier kaputt. Okay, den? Nein. Die glaube ich nicht. Das wäre zu offensichtlich. Ich gehe mal hier nach links. Wie viel Energie haben wir noch? 20. Wie viel kriegen wir durch einen weg? 2. Okay. Komm schon.
Aber wir können auch dreimal schlagen. Ey, oh Mann, bitte, ich will diesen Weg finden. Ich will die Leiter haben. Oh, das ist doch blöd. Noch einmal. Oh mein Gott. Wir haben noch eine Energie. So, perfekt. Jetzt haben wir hier auch den Fahrstuhl. Dann hauen wir direkt wieder nach oben ab. Wir hätten noch eine Energie gehabt. Ey, das wäre echt traurig gewesen, hätten wir jetzt nochmal alles von vorne machen müssen. Weil wenn wir zu sehr erschöpft sind, dann können wir nicht mehr Sachen abbauen. Und dann sind wir auch extrem langsam. Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg. Die oh Gott. Das habe ich jetzt gerade echt nicht gemacht, oder? Ach, ich bin so ein Held. Ich wollte gerade erzählen, dass wenn ich jetzt noch weitergeschlagen hätte, wir uns langsam den ganzen Weg hätten bewegen müssen. Und was mache ich natürlich? Ich hau noch mal zu mit der scheiß Pickaxe. Jetzt dürfen wir so entspannt nach Hause laufen, weil wir auch nichts anderes haben. Oh, können wir das vielleicht essen? Oh ja. Ist. Ja. Jetzt können wir wieder laufen. Okay. Phew. Das wäre jetzt echt. Hallo. The fresh mountain air is nice on a day like this. Ja, die schönen Winde sind sehr toll. Was sagst du mir? Let's see if compounds in the rhizosphere contain sufficient levels of carbon 30. Then. Oh, sorry, I was searching for some data and I didn't notice you there. Also, er hat anscheinend gerade irgendwas in der Luft nachgeprüft, ob da ein bestimmter Wert erreicht ist von einem Stoff. Und Carbon. Ich denke mal, er meint CO2. Oh, du hast ja, du sitzt ja hier, hast hier einen geilen Platz ausgesucht. Hallo, do you know my dad, Demetrius? He is a scientist. I have a lot of fun helping him out in the laboratory. Das war der, den wir gerade gefunden haben, der die Messungen gemacht hat. Also sie hat gerade gefragt, ob wir ihn zufälligerweise kennen. Und ja, wir kennen Demetrius. Hier will ich nicht lang. Muss ich denn hin? Doch, eigentlich müsste der Weg hier in Ordnung sein. Ja, nee, oder? Doch. Okay. So, wir wollen nämlich jetzt so zum Blacksmith. Der hat noch. Der macht um 4 Uhr schon zu? Das ist doch öde. Nee. Ach, jetzt wären wir auch hier oben gewesen. Nee, dann gehen wir jetzt. Gut, dann schaffen wir das nicht mehr. Dann müssen wir das fürs nächste Mal verschieben. Er hat denn die Museum noch auf? 6 p.m. Das schaffen wir aber auch nicht mehr, bis wir da sind. Dann hätten wir nämlich noch ein paar Sachen abgeben können, weil der möchte von uns gerne ein paar seltene Gegenstände haben. Aber wir haben eh keine seltenen. Doch, Quarz. Da steht nämlich, Gunther can tell you more about this if you donate it to the museum. Und das würden wir wahrscheinlich machen. Oh, der angelt. Hallo. Ahoy there. It's nice to see young folk moving into the valley. It's not very common these days. Also er sieht es gerne, wenn ein junges Volk hierher zieht. Aber er sieht es nicht jeden Tag, weil das relativ selten ist. Was sagst du? You probably wouldn't like it inside my cabin. It's dark and full of spiders. Okay, es ist ziemlich dunkel da drin, ne? Und voll mit Spinnen. Gut. Dann gehen wir jetzt. Wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten ins Saloon gehen. Mal gucken, was im Saloon schon los ist. Wo gehen hier? Kommen die alle her? Ey, ihr müsst ins Saloon gehen. Es ist schon 6:10 Uhr. Oh, hier ist auch schon echt was los. Kann man denn bei dir kaufen? Warum kann man hier eigentlich nichts kaufen? Warum muss man hier. Ach, hier ist das. Ja, ich könnte ein Bier kaufen und einen Salat. Brot. Wir müssen uns halt das nächste Mal, wenn wir in die Minen gehen, müssen wir uns immer so ein bisschen was zu essen holen, damit wir Energie oder sowas nachholen können. Kaffee jetzt zum Beispiel. Ne, Kaffee geht ja gar nicht. Hä? Eine Energie, eine Health nur und ein Speed und kostet 300. Diese Rezepte zum Beispiel. Was? Hash Browns Recipe? Aha. Sag jetzt mal nicht, wo man das denken könnte. Guck mal, das ist zum Beispiel ziemlich nice. Es gibt plus 1 auf Farming und 90 Energie. Glaube ich, echt mal so gerne. Ich glaube, ich kaufe mir das jetzt mal. Und dann müsste ich wissen, wo man das machen kann. Cooking. Oha. Ich habe es aber auf jeden Fall gekauft. Ja. Das ist, eine interessante Frage, wo man nachgucken kann, wo man das machen kann. Was haben wir denn hier? Wir haben
Bart schon gefunden. Hier haben wir ein paar Fische gefunden. Ne, Exit Game möchte man auch nicht machen. Okay. Dann. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir uns dafür auch erstmal einen Kochtopf oder sowas craften. I always see Clint here, but he won't talk to anyone. He just glances over his shoulder now and then. Sie sieht Clint relativ oft hier, aber er redet mit keinem. Das ist wahrscheinlich Clint, oder? Clint? Nein, das ist Shane. Why are you bothering me? I want to be alone. Könnte aber Clint sein. Der möchte allein gelassen werden. Dann lassen wir ihn halt alleine. Was sagst du? Huch. Pam isn't responding. Schön für dich, Pam. I love to decorate for the different seasons. Sie mag es wohl gerne, für die verschiedenen Jahreszeiten zu dekorieren. Okay, es ist 19 Uhr. Wir haben nichts zu tun. Im Saloon ist nichts los. Wir haben kein Geld mehr. Oh, da leuchtet schon wieder unser Questbuch auf. Oh ja, toll. Level 40 erreichen in der Mine. Gut, dass wir gerade Level 5 erreicht haben. Und jetzt möchte die schon, dass wir Level... Möchte das Questbuch schon, dass wir Level 40 erreichen. Nee, nee. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Gut, dann packen wir jetzt erstmal unsere Sachen rein. Ich denke mal, wir craften jetzt unseren Furnace noch. Nein, das ist falsch. Hier müssten wir hin. Erstmal alles rein hier. Und dann brauchen wir 20 davon. Und 25, glaube ich. Ja, 25 Steine. Huch. 25 Steine. Ach, wir nehmen erstmal alle. Dann muss ich die nicht einzeln jetzt rauspicken. So, ein Furnace gebaut. Ja, da muss ich mal eben kurz husten. Die Steine können wir wieder zurückpacken. Das sortieren wir mal ein bisschen. Die nehmen wir noch raus. Obwohl, das schaffen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Müssen wir morgen machen. Das Schwert kann wieder rein. Die mache ich erstmal auch wieder rein, weil ich denn... Obwohl, nee. Doch. Nee. Axt, Spitzhacke. Oh. Brauchen wir nicht. Und die hier. Fehlen wir wieder. Den Ofen platzieren wir jetzt mal ein bisschen woanders. Den platzieren wir jetzt am besten... Ich glaube, hier oben ist ein schöner Platz. Hier oben ist jetzt unser Ofen. Und da können wir jetzt Barren schmelzen. Aber. Machen wir das später. Das machen wir das später. Morgen oder so. Mal gucken, wie viel Zeit wir morgen noch haben. Können wir eigentlich Muscheln verkaufen? Wieder eine Quest? Smelting. Use your furnace to smelt a copper bar. Okay. Ich weiß nicht genau, wie viel wir für ein Bar brauchen. 5 oder 10 wird es wahrscheinlich sein. 5. Und eine Kohle. Warten wir noch, bis das fertig ist. 20.40 Uhr. Bitte. Gib mir meinen Stein. Wir können mal unsere letzte Energie ein bisschen... Oh. Okay, vergiss es. Perfekt. Wir haben einen Copperbar. Sieht ein bisschen aus wie ein Schokoriegel. Journal updated. Ja. Okay. Gut, dass es einfach weg ist. Ich hätte wenigstens mal noch Geld bekommen oder so gerne. Aber gut. Dann gehen wir jetzt schlafen. Wir gucken noch, was morgen für ein Wetter ist. Morgen. Na toll. Nee, es ist schönes Wetter. Schönes Wetter ist gut. Müssen wir nur wieder gießen. Oh! Wir haben ein Level Up in Mining bekommen. No Crafting Recipe, Cherry Bomb. Und wir haben eine Pickaxe. Also unsere Spitzhacke hat eine bessere Effizienz. Und wir haben tatsächlich 50 Gold bekommen dafür. Das ist cool. Dann können wir eigentlich an sich, wenn die immer wieder kommen, die Muscheln am Strand, können wir die immer wieder aufsammeln. Das ist nice. Das ist richtig cool. Oh, wir haben eine Mail. Robin here. I know there's a lot of stones scattered around your farm. If you have surplus, you might consider having me build a well for you. Wells can be placed all over your farm and serve as convenient places to refill your watering can. Just swing my shop with 75 stones and 1000 gold when you're ready for it. Also sie sagt, dass wir ziemlich viel Stein hier auf dieser Farm rumliegen haben und dass wir doch zu ihr gehen könnten mit 75 Stein und 1000 Gold, um uns dann einen Brunnen zu kaufen, quasi.
Und den könnten wir halt überall hinstellen und dann können wir da quasi immer unser Wasser auffüllen. Da müssen wir nicht hier immer hier runtergehen, aber momentan brauchen wir das noch nicht.